So, jetzt ist der Herr Reu noch dran. Darf ich, ja. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Ministerpräsident, Sie sprachen von Diskussion über die Maßnahmen. Die Diskussion findet gar nicht statt, weil alle Fraktionen ihr Redeverzicht angemeldet haben. Das noch mal vorweg. Sie haben ja jetzt zum Lockdown sich geäußert, finde ich erstmal gut. Aber meine Frage konkret ist an Sie: Heute hier, genau zu dieser Stunde, demonstrieren Tausende in unserem Bundesland Sachsen-Anhalt aus Tausende Friseure, Kosmetiker, Fußpflegeunternehmen gegen diese Maßnahmen und sie fordern ganz deutliche Signale von der Politik bezüglich einer Perspektive, weil diese Menschen Angst haben um ihre Existenz. Es fließen keine Gelder, die versprochen wurden. Es fließen keine Hilfsgelder und die Konten sind zum Teil leer bei Selbstständigen. Was sagen Sie diesen Leuten heute hier, die draußen im Land überall in den Kleinstädten demonstrieren? Welche Perspektive geben Sie als Ministerpräsident diesen Leuten? Denn sie wollen Antworten von Ihnen. Ich bin gespannt. Diese Antworten werden Sie bekommen. Ich werde übrigens auch mit ganz konkreten Branchenvertretern am Montag, bevor wir übrigens in die weiteren politischen Diskussionen nicht nur im Kabinett, sondern auch auf der Bundesebene gehen, auch nochmal entsprechend eine Schalte machen. Diese Informationen haben wir auch, unabhängig davon, dass bis in das Parlament hinein durchaus auch Branchenvertreter ja hier auch als Volksvertreter präsent sind. Und es ist uns schon klar, was diese Eingriffe, die wir pandemiologisch begründet, auch vollziehen mussten, für Auswirkungen haben, bis in die Psychologie von Kindern hinein, bis in bestimmte gesellschaftliche Gruppen hinein, die eben sozusagen auch gerade über die Kontaktdichte, die sie bisher hatten, entsprechend auch ihr Selbstverständnis entwickelt haben und die jetzt in sehr, sehr starken und schwierigen psychischen Situationen stecken. Das ist uns bewusst und das ist immer ein tagtäglicher Abwägungsprozess. Deswegen ja auch im Gesetz bewusst festgelegt, auch im Bundesrat durch uns mit beschlossen, dass wir immer zeitnah der aktuellen pandemischen Situation entsprechen müssen und nie länger als 4 Wochen auch Maßnahmen machen und dann nochmal innerhalb der 4 Wochen immer nochmal alles auf den Prüfstand stellen, was notwendig ist. Und es wird hier auch ein klares Szenario geben. Und wir sind auch der Meinung, dass es nicht nur alleine an der Inzidenz festgemacht werden darf, sondern auch, dass auch weitere Indikatoren bis hin auch zur Auslastung der entsprechenden medizinischen Kapazitäten auch vorgenommen werden muss. Ja, das läuft und das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten auch unserer Handlung entsprechend auch mit Steuern helfen. Und ich denke mal, am nächsten Mittwoch werden wir dazu auch weitere Zeichen setzen, nachdem wir das vorher im Kabinett besprochen haben und auch in der Koalition und auch gerne hier auch in dem Landtag dann in einer Folgesitzung, sodass wir entsprechend auch klar machen, wo es weitergeht. Aber die Situation ist ja nicht politisch getriggert, wenn ich es mal so sagen darf, sondern wir haben eine Situation, die durch das Virus selber erzeugt wurde. Das haben wir uns nicht politisch ausgedacht, um eine Ausnahmesituation zu erzeugen, um Grundrechte einzuschränken, sondern wir haben die Situation, weil sie sich objektiv auf diesem Globus derzeit so ergibt. Und deswegen reagieren wir verantwortungsbewusst und auch legitimiert. Herr Büttner, haben Sie noch eine Nachfrage? Haben Sie noch eine Nachfrage, Herr Büttner? Herr Reu, Entschuldigung. Ja. Okay, dann machen Sie. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Ich habe mal noch einen anderen Sachverhalt, den auch sehr viele Mittelständler an uns herantragen als Abgeordnete, zum Beispiel in Bitterfelder Innenstadt. Sie haben ja eine Verordnung, da steht drin, welche Läden aufhaben dürfen, welche nicht. Und wir erleben jetzt in den letzten Tagen und Wochen, dass Einzelhandelsketten umfunktioniert werden zu Baumärkten. Schauen Sie sich das mal an in einigen Läden. Ich nenne es mal. Gehen Sie mal zu Kaufland, gucken Sie mal das Sortiment an. Gehen Sie mal zu Lidl, zu Aldi, da können Sie plötzlich immer mehr Sachen, Klamotten kaufen, die Sie sonst da nicht kaufen können. Bei Kaufland zum Beispiel, da können Sie sehr, sehr viele Baumarktartikel derzeit kaufen. Meine Frage an Sie ist, sehen Sie hier nicht eine Ungerechtigkeit, wenn einerseits in der Innenstadt die Fachläden zu haben, ich aber jetzt gleichzeitig in den großen Einzelhandelsketten des Lebensmitteleinzelhandel die gleichen Artikel kaufen kann? Das ist doch eine Riesenungerechtigkeit. Und stopp, Herr Reu. Und die Frage ist angekommen, Ihre 2 Minuten sind jetzt um. Herr Haseloff hat jetzt noch gesagt, wie Sie dagegen vorgehen, das mal zu kontrollieren, dass das endlich aufhört. Und stopp. Und jetzt kann der Herr Haseloff noch antworten. Wir sehen in Teilen auch diese Entwicklung und wir reagieren da auch drauf. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir ja auch diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch sukzessive mit einer klaren Perspektive, die allerdings auch
in Teilen neben anderen Parametern inzidenzbedingt bzw. gesteuert ist, entsprechend auch einer Weiterentwicklung zuführen müssen. Heißt ganz konkret, dass wir klar in Richtung Frühjahr und Sommer, wenn sich die Zahlen gut entwickeln und letztendlich die Situation sich entspannt, hier sowieso das gesamte Paket aufmachen müssen und dass die Dinge der Verhältnismäßigkeit und auch der Gerechtigkeit an dieser Stelle, nämlich im Sinne auch von Gleichbehandlung, ebenfalls eine ganz starke Rolle spielt, wo die Richter in den Verwaltungsgerichten auch ganz genau hinschauen. Aber das Entscheidende ist, und das ist doch eigentlich der Punkt, warum wir bis zum 15. nochmal diese sehr, sehr stark verschärfte Verordnung auf den Weg gebracht haben und das auch als notwendig gesehen haben. Wir wissen momentan noch nicht, was sozusagen neben dem bisher bekannten Mutante sozusagen an neuen Mutanten entsprechend uns das Leben noch weiter schwer machen und wie sie sich auswirken bezüglich auch der Infektionszahlen und auch der Auslastung der medizinischen Kapazitäten, die uns zur Verfügung stehen und die an der Kante laufen, immer noch auch in Sachsen-Anhalt an der Kante laufen. Und deswegen müssen wir schlicht und einfach das, was wir vorhaben, was wir als Sachsen-Anhalt-Plan auch immer bezeichnen, nämlich wenn es nach oben geht, dass wir entsprechend gegenreagieren oder umgedreht, dass wir in beide Richtungen sozusagen offen sind, dass wir dieses mit aller Verhältnismäßigkeit auch entsprechend weiterentwickeln. Aber es ist ganz klar, das Primat hat in einer Pandemie, die festgestellt ist auf allen Ebenen, WHO, Bundestag und Landtag, hat im Prinzip die Gesundheit der Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Und wenn wir dann Eingriffe machen, dann wissen wir auch, dass wir die Ausgleiche zahlen müssen, dass wir dort auch regulieren müssen, dass wir dort auch finanzielle Schwierigkeiten überbrücken helfen müssen, wohl wissend, dass es dort nie eine hundertprozentige Kompensation geben kann. Aber wir bemühen uns und darum kämpfen wir auch. Und deswegen werden wir da auch an der Stelle hart weiterarbeiten.